Neuer Baustandard Klimaschutz Überlegenheitshaus. Als Grundlage Städte neu denken zu können. Beitrag von Roland Mösel zur Online-Ausstellung während der Konferenz Städte neu denken der Grünen Bundestagsfraktion am 19. März 2021. Salzburg hat einer der strengsten Baugesetze weltweit und einige innovative Features. Der Primärenergieindikator P-Wert für Salzburg. Die Salzburger Bautechnikverordnung brachte auch einen neuen Anforderungswert, Primärenergieindikator. Der Primärenergieindikator ist ein dimensionsloser Wert, gilt als Salzburg als Gesamtenergieeffizienzindikator. In diesen Indikator fließt ein der gesamte Energieaufwand und die Emissionen, um die gesamten Baustoffe zum Bau des Hauses herzustellen, der Haushaltsstrom, das Warmwasser, die Raumwärme auf 30 Jahre. Wenn dieser Primärenergieindikator 0 ist, dann bedeutet das, dass nach 30 Jahren das Haus genauso viel Energie selbst hergestellt hat, wie es in diesen 30 Jahren Betrieb und beim Bau verbraucht hat. In Salzburg gilt, erst bei kleiner als 48 gibt es eine Baugenehmigung. Ja, es gibt viele Firmen, die jammern fürchterlich darüber, das treibt die Preise in die Höhe, das ist unmöglich und viel zu streng. Wenn der Primärenergieindikator über 48 ist, gibt es eine einfache Lösung. So viel Photovoltaik montieren, bis er unter 48 ist. Dann gibt es in Salzburg eine Wohnbauförderung, wo es einen Bonus gibt, wenn der Primärenergieindikator besser ist. Bei 20 bis 27 gibt es 2.000 Euro mehr Wohnbauförderung, bei 13 bis 20 3.000 mehr und unter 13 gibt es 4.000 Euro mehr Wohnbauförderung. Aber schon am Beginn unseres Projektes, Gemini Next Generation, haben wir einen vorläufigen Energieausweis angefertigt und der stand bei dem unglaublichen Wert von minus 263. Weit jenseits dessen, was sich jemals ein Architekt oder Baumeister hätte vorstellen können, was diese Leute für schlicht und einfach unmöglich gehalten hätten. Die erste Version des Baustandards Klimaschutzüberlegenheitshaus richtet sich nach dem Salzburger P-Wert. Wenn der P-Wert kleiner als minus 250 ist, dann ist es ein Klimaschutzüberlegenheitshaus nach dem Standard von 2020. Aber auch das ist uns noch nicht genug. Wir werden eine nächste Version dieses Baustandards veröffentlichen, wahrscheinlich 2022 oder 2023. Und diese wird noch wesentlich strenger werden. Zuerst einmal kommt eine bedarfsgerechte Netzeinspeisung. Den Strom dann ins Netz einspeisen, wenn er dringend gebraucht wird und nicht dann, wenn Überschuss herrscht. Hier sehen wir am Beispiel Strommix Deutschland vom 14. bis zum 27. März 2019 das genaue Gegenteil einer bedarfsgerechten Netzeinspeisung von Solarstrom. Ja, stellen wir uns vor, wir hätten 10-mal so viel Solarstrom, dann hätten wir zu Mittag das Mehrfache des Strombedarfs abgedeckt und in der Nacht wäre immer noch kein Solarstrom vorhanden. Das heißt, eine der wichtigsten Anforderungen ist, bedarfsgerechte Netzeinspeisung zu demonstrieren und das zu einem neuen Standard zu machen. Elektroautoladen, auch bei Netzausfall. Februar 2021, eisiger Sturm, minus 20 Grad, Ausfall des Stromnetzes. Dass es drinnen warm bleibt, ist selbstverständlich, aber ein Klimaschutzüberlegenheitshaus muss auch dann noch in der Lage sein, ein Elektroauto zu laden. Eigene Nahrungsmittelproduktion. Die Großflächenlandwirtschaft ist ein Auslaufmodell. Ein Haus muss deutlich mehr Nahrungsmittel produzieren können,
als auf einer der Fläche des Grundstücks gleichen Fläche in der Großflächenlandwirtschaft. Die Produktionsräume müssen über eine Lüftungsanlage mit HEPA-Filter versorgt werden, sodass keine Pestizide, Herbizide, Fungizide und sonstiges giftige Bekämpfungschemie nötig ist. Können keine unerwünschten Eindringlinge reinkommen, dann müssen diese auch nicht bekämpft werden. Negativer Bodenversiegelungsfaktor. Eine Wiese kann Regenwasser aufnehmen. Eine asphaltierte Straße kann kein Regenwasser aufnehmen, gilt daher als versiegelte Bodenfläche. Was ist aber, wenn die von einem Haus überbaute Fläche mehr Regenwasser absorbieren kann als eine Wiese? Intelligente Steuerung, etwa den Regenwasserspeicher vor einem prognostizierten Starkregen entleeren und dann bei dem Starkregen viel Wasser aufnehmen zu können. Auch hier werden wir völlig neue Standards einfordern mit diesem neuen Baustandard. Hier ein Beispiel, dass unter dem Haus praktisch ein 40.000 Liter Regenwasserspeicher ist, der auch als Niedertemperatur-Wärmespeicher dient und eben damit diese Voraussetzungen erfüllen kann. Lüftungsanlage mit Überdruck-Verteidigungsmodus. Alarmmeldung im Radio. Das AKW XYZ hat einen Super-GAU. Die radioaktive Wolke wird in wenigen Stunden bei uns sein. Was tun? Das Haus schaltet die Lüftungsanlage vom Modus Energieoptimierung auf Überdruck-Verteidigungsmodus, damit Luft nicht bei undichten Stellen eindringen kann, sondern nur Luft in das Haus über die HEPA-Filter der Lüftungsanlage reinkommt. Aus der Tschernobyl-Zeit sind Berichte bekannt, dass Lüftungsfilter nur mit Schutzausrüstung gewechselt werden sollten, bis 200.000 Becquerel. Aber alles, was im Filter hängen blieb, konnte den Menschen dahinter nicht mehr schaden. Jeder Architekt oder Baumeister wird diese Anforderung für ein striktes Bauverbot halten. Doch ganz im Gegenteil, es soll einen Bauboom auslösen und die Wohnkosten deutlich senken. Wir wollen mit dem Gemini Next Generation House das erste nach dem neuen Baustand Klimaschutzüberlegenheitshaus verwirklichen. Und dieses zu einem unglaublich niedrigen Preis anbieten. Die reichsten 95% der Bevölkerung sollen es sich leisten können. Die erste Mustersiedlung ist 2022 in Unken geplant. Das ist eine Stadt, ein kleiner Ort in Salzburg, gleich nach der Grenze nach dem deutschen Eck. So, jetzt schauen wir mal die Vergangenheit und Zukunft der Städte an. Die Stadt im Mittelalter. Klein und eine Stadtmauer rundherum. Drumherum waren eben dann Produktion von Energie, Holz zum Verbrennen, Nahrung für Arbeitstiere und Lebensmittel. Dann kam die industrielle Revolution. Die Stadt wuchs beträchtlich, Stadtmauern waren nicht mehr notwendig und rund um die Stadt, die alte Stadt, hat man dann Arbeiter angesiedelt. Die Produktion von Energie im Umfeld wird durch fossile Energie ersetzt, also man hat dann im Umland dieser Stadt nur noch Lebensmittel angebaut. Die heutige Stadt. Rundherum ein Speckgürtel mit extrem ineffizienten Einfamilienhäusern. Eine minimalistische Rückkehr der Energieproduktion mit Biosprit und Biogas. Flächenertrag eine Katastrophe, aber es ist immerhin eine schöne Alibi-Aktion. Ja, rund um die Stadt hat man eben dann diese minimalistische Energieproduktion mit Biogas und Biosprit und hauptsächlich werden auch Lebensmittel angebaut. Leitbild Stadt der Zukunft. Ein historischer Stadtkern. Rundherum Wohngebiete mit integrierter Produktion von Energie und Nahrungsmittel. Wenn Klimaschutzüberlegenheitshäuser im Durchschnitt 40 Kilowatt Photovoltaik und 80 Kilowattstunden Akku
17 Kilowatt Stromanschluss, das sind die üblichen 25 Ampere Drehstrom haben, dann ergibt sich daraus Folgendes. 500.000 Stück können so viel Strom speichern wie alle Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland zusammen. 1.362.500 hätten so viel Photovoltaik, wie derzeit in Deutschland installiert ist, 54,5 Gigawatt. Und 5 Millionen davon könnten sogar in der Nacht 5 Stunden lang 85 Gigawatt ins Netz einspeisen. Heute ist 85 Gigawatt eine außerordentlich hohe Netzbelastung, die nicht immer vorkommt, die nur an besonders ungünstigen Tagen vorkommt, aber diese Häuser könnten 5 Stunden lang derart viel Strom ins Netz einspeisen. Natürlich, Netzsicherheit wäre dann überwältigend hoch. Was soll denn da noch im Stromnetz schiefgehen können? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, jederzeit sich an mich wenden.